So, und damit willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age 2. Wir machen weiter. Wo haben wir denn den Auftrag? Hier irgendwo in der Nähe. Hier unten liegt Lily. Ja. Lasst sie nicht entkommen! Seid ihr Coterie? Eine von Lillys Freundinnen? Lily gehörte zu uns. Sie hat für euch gearbeitet und jetzt ist sie tot. Ihr bekommt eine Chance. Habt ihr sie getötet? Moment mal, sie hat nicht für mich gearbeitet. Sie hatte den Tod verdient, genau wie ihr. Alle beruhigen sich, sie war tot, als ich ankam. Chillt mal eine Runde, würde ich sagen. Haltet ein und denkt nach. Wir werden gegeneinander ausgespielt. Erklärt euch. Wir sind auf derselben Seite. Abgesehen von kleineren Missverständnissen verfolgen wir doch die gleichen Ziele. Einer von dem Abschaum, der meine Karawanen angegriffen hat, arbeitete für jemanden in der Coterie namens Brecker. Lily wollte die Sache untersuchen. Und ich glaube, Brecker hat sie deshalb töten lassen. Brecker, Wenn ihr lügt, werde ich euch finden. Männer, wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Sofort! Schon alleine, dass sie uns finden wird, ja. Es gibt ja erstens keinen Grund, dass ich mich verstecken müsste. Und zweitens, wenn, dann werden wir ordentliche Gegenwehr leisten. So, was haben wir hier oben? Breakers Zuflucht? Nee, Breakers Versteck. Ich sag nicht Brecker oder so, sondern Breaker, weil es einfach mal besser klingt. So, und da haben wir doch die erste Fuhre von Gegnern. Hallo, Kollege. What the hell? Das war mal eine Falle. Ja, so, wo ist Meryl? Die kleine, gute, alte hier Magierin. Hau mal einen Sturm rein. Ich habe kaum mehr Reserven. Es tut mir leid. Ich kann nichts mehr tun. Ja, doch, du kannst noch ordentlich was reißen hier. Mach mal. Geht es allen gut? So, Fenris und das war's, oder? Jupp. Wir können weitergehen. So, dann schauen wir mal. Plus 72 EP und... was bist du denn? Alchemist? Ja gut, Fenris kloppt den mal kaputt. Geh mal hin da und dann... Die Coterie lässt euch durch. What the... Der Penner ist geschützt. So, und immer schön mit dieser Pause da arbeiten. Dann klappt das schon. Ja. Wo ist der jetzt? Er ist unsichtbar. Ach, da oben. Und ein Wirbelsturm, bitte. Wow. Ich bräuchte hier mal einen Ausdauer. Sehr schön. Moment mal. Ein Trank ist gibt. So, den heil ich mal. Und dann gibt's hier ja nur noch den. Und dann würde ich mal sagen: Angriff! Einer weniger, der sich geht. Yo. Wen haben wir da unten? Yo. Der Coterie Alchemist hat hier noch ein verziertes Amulett. Das würde ich aber doch ganz gerne mal mitnehmen. Mal der rivalischen Seherin. Das brauche ich schon mal nicht. Da nehmen wir das mal mit. Wie inventarvoll, hallo? Ich glaube, damit ist gemeint, dass wirklich irgendwie mein Inventar voll ist. Ja, 50 von 50. Das geht auch gar nicht, hallo? So, wir zerstören mal ein paar Sachen und nehmen das mit. Und jetzt ist das gefälligst hier. Ja, hier ist es. So, 4 körperlicher Schaden. Ich denke mal, das rüste ich mal aus und das zerstöre ich. So, was haben wir hier noch für Items? Sonst nichts mehr, oder?
kann man nichts mehr abklappern, nur noch hier oben irgendwie was. So eine Kiste ist ja auch noch was da drin. Vorlage, Rune des Geistes, wichtig, die muss ich mitnehmen. Und sonst haben wir hier nur noch ein Amulett. Plus 33 Angriff und 4 körperlichen Schaden, na hallo. Da habe ich doch was ordentliches für Fenris. Top Damager hier, Alter. Also Halleluja, Leute, der haut ordentlich rein. Und das hier sieht mir gar nicht gut aus. Sieht nach Kampf aus. Ja, als ob ich sie da oben nicht sehen würde. Breaker. Ja, da oben bist du, Kollege. Und hier sind deine Kumpanen. Na, ganz toll. Ihr müsst Breaker sein. Und ihr seid dieser verlauste Flüchtling? Lasst meine Lieferungen in Ruhe. Ja, oder sofort sterben. Ich biete ihm erstmal was an, mal schauen, was er dazu sagt. Ihr solltet die Hände von den Lieferungen der Knochengrube lassen. Verstanden? Und er wird sich genau jetzt wehren. Ihr stellt mir Forderungen? Oder? Weil euch eine halbe Miene gehört, haltet ihr euch wohl für etwas Besonderes, wie? Manche Ferelder wissen einfach nicht, wann sie aus Höflichkeit abkratzen sollten. Jetzt gibt's Krieg. Alter, das lasse ich mir nicht bieten, Kollege. Jetzt reicht's. Fenris, mach du erstmal die Noobs hier. Ein Wirbelsturm, bitte. Ja, zu spät. Ganz toll. So, und wo ist der, möchte gern Typ C? Ist er das hier? Ja. So, Breaker, dich mache ich jetzt mal mit ihm platt. Und mit ihr hier, hast du Sturm? Ja, dann mach mal. Denkt ihr, sie werden schwächer? Mädchen. Alter, geht die ab. Ich werde langsam müde. Mit dem leben wir weiter. Jo, ich würde mal sagen, Breaker ist down. Und wir machen weiter. So. Jo. Da ist Meryl von uns gegangen, aber ich werde sie rächen. Bam! Und das war's. Der Täter ist einer von uns. Kehre mit der Nachricht von Breakers Tod zu Hubert zurück. Hubert ist tagsüber auf dem Markt der Oberstadt. Ja, das werden wir später dann und wann mal machen. Aber erstmal heißt es Kohle einsammeln. Und zwar Money. Ist da funny. Was haben wir denn hier jetzt? Breaker, hallo. So, gib mal was drüber hier. Kriegsstiefel der Avar. Nehmen wir mit, soweit ich das Ganze mitnehmen kann. Ja, da kam ja bis jetzt ordentlich was zusammen. Ich glaube, wir haben schon das Ganze extra equipped. Aber dadurch, dass ich mir meinen Schurken einfach mal eiskalt verskillt habe, passt das natürlich nicht. So, wir haben jetzt nur noch Dunkelstadt oder verwundete Küste. Oder wir machen die weiteren Quests, dem Kuhn folgen und Oberstadt. So, ich gehe erstmal in die Oberstadt. Und das mit den Unstimmigkeiten mache ich gleich danach nochmal. Wir wollen jetzt erstmal zurück und mit Hubert reden, ne? So, ich habe alles getan, was du wolltest. Ich habe die Kerle gefunden, die für die Frachtdiebstähle verantwortlich waren. Sie haben sich aus dem Geschäft zurückgezogen. Ausgezeichnet! Wenn das geklärt ist, müssten die Profite der Mine in die Höhe schnellen. Bitte besucht doch fürs Erste unsere Arbeiter hin und wieder. Ihr habt die seltene Gabe, sie bei Laune zu halten. Ja, das kann ich mal machen. Und ich würde sagen, ich verziehe mich dann mal wieder von hier. Ich schaue noch mal hier bei dem hier vorbei. Ich habe gehört, euer Ausflug in die tiefen Wege war ziemlich erfolgreich. Das freut mich für euch. Ja, das ist schön. Aber ich schaue jetzt erstmal bei den Runen. Rüstungsrune, Feuerrune, Geistrune. Ja, und hier fehlen 3 Lyrium und hier 4 Lyrium. Gut, dann ist natürlich alles geklärt soweit. Ich wollte nur mal schauen, welche Runen wir uns denn alles so bestellen können. Und bevor wir jetzt dahin gehen, wo es eine Quest gibt, schaue ich erstmal bei den Gefährten hier. Sprich in dem Haus im Gesindeviertel mit Meryl. Ich wusste es, ich dachte es mir schon. Sprich in der Kaserne mit Evelyn. Gut, dann machen wir zuerst mal das alles, also diese ganzen Aufträge. Erstmal geht's ab zu Meryl, danach besuchen wir den guten alten Anders und danach gibt es nochmal Dirty Talk mit Evelyn. So, Meryl, was liegt dir auf dem Herzen? Kann ich dir helfen?
Hawk, ich hätte der Hüterin niemals allein gegenübertreten können. Ich hätte nie gedacht, dass mir ein Mensch dabei helfen würde. Ein Stück Geschichte, der niemand hat mich je verstanden. Weder die Hüterin, noch mein Clan. Nur ihr. Ich bin ein fantastischer Kerl. Ja, ich weiß gerade nicht, wie ich darauf reagieren soll. Sie begreifen es schon noch, die Dalish scheinen ein wenig dumm zu sein. Sie sind Narren, aber nein, wir sind ein fantastischer Kerl. Oh, wir zwei heute Nacht. Oh, yeah. Ich bin einfühlsam, gut aussehend und ich unterstütze euch. Was könntet ihr noch mehr wollen? Scheiße! Gar nichts. Oh, ich will damit natürlich nicht sagen, dass ich euch will. Ich höre jetzt einfach auf zu reden. Was? Du willst uns nicht? Oh. Ihr seid der erste wahre Freund, den ich jemals hatte. Kein Problem. Maseranas. Ethelyn. Maseranas. Oh mein Gott. Dass wir so angeberisch sind. Sowas würde ich in real life niemals sagen. Oh mein Gott. Sowas würde ich niemals sagen. Ich bin gut aussehend und so toll und so... Oh, ich bin einfach nur wow. Sowas würde ich nie sagen, glaub mir, das, oh Gott. Jetzt schäme ich mich für meinen Spielcharakter. Und jetzt reden wir nochmal mit Anders, dem hübschen jungen Mann hier. Müll. Behalten. Müll. Ist ja gut jetzt, ne? Das brauche ich nicht mehr. Ja. Ich habe Sir Alrics Papiere gefunden. Das hier ist alles, was Sir Alric hatte. Offensichtlich hat die Besänftigungslösung mit ihm begonnen und auch geendet. Lasst mich das sehen. Die Göttliche hat die Idee abgelehnt. Meredith hat die Idee abgelehnt. Das hatte ich nicht erwartet. Ich sollte vielleicht versuchen, mit der obersten Klerikerin zu sprechen. Möglicherweise ist sie ja doch vernünftiger, als ich dachte. Ich danke euch. Ich werde darüber nachdenken, was ihr gesagt habt. Das mach mal, mein Junge. So, wir haben uns wieder ein bisschen Freundschaft dazu verdient und können jetzt hoffentlich mal gepflegt wieder abhauen hier. Aber ich glaube nicht in diese Richtung, oder? Wo war denn das jetzt? Das war auch hier, oder nicht? Ich habe mal einen Ochsenmenschen gesehen. Er war riesig. Ja, ein Ochsenmenschen. So, was habe ich hier? Irgend so eine Pflanze, die ich schon mal aufgesammelt habe. Aber das ist ein bisschen tricky hier. Wir kamen eben hierher und konnten sofort irgendwie... Wir mussten nur einmal abbiegen und waren schon bei Anders. Und jetzt müssen wir wieder ganz hier hingehen. Was werden wir jetzt tun? Oder wohin? Hierhin. Euer Spiegel. Ja. Was macht... So, Gebiet verlassen, jetzt nochmal ab ins Feste des Wiekommt und ratzfratz mal mit Evelyn geredet hier. Ratzfratz. Ah, ist das ein Pokémon? Ja, okay. So, wo müssen wir jetzt mit Evelyn quatschen? Puh, das sieht mir hier nach dem falschen Weg aus. Was haben wir hier? Eine Truhe, die ich bestimmt nicht aufbekomme. Ja, auch nicht schlecht. Ich werde das wohl nochmal googeln müssen, wo wir die verdammten Fähigkeiten da trainieren können. Also, wo ich jetzt meinen Truhenöffnen-Skill verbessern kann. Denn das geht mir ziemlich auf die Senke, dass wir die ganzen Truhen nicht aufbekommen. Aber ich weiß wirklich nicht, warum. Ich weiß auch nicht mal, wo wir das irgendwie verbessern können. Als Hauptmann ist es anders hier. Fühlt sich fast an wie Familie. Ja, wie Familie. So, jetzt müsste ich aber mal mit dir quatschen, Evelyn. Ich habe nämlich auch so meine Sorgen. Hawk, mir ist gleichgültig, was sonst noch vor sich geht. Wir haben nicht über Leandra gesprochen. Wie geht es euch? Also, da ich mir das ja eh mit ihr verkackt habe, würde ich jetzt sagen, das war eure Schuld. Ne, Moment, ich überlege gerade. Was ist denn mit ihr passiert? Ihr hört, ihr Herz wird zerbrochen, es geht mir gut, wirkt... es geht mir gut, ja. Ich lächle. Für die meisten dürfte das ausreichen. Genau. Wir mögen keine Freunde sein, aber ich kannte sie auch. Das ist schön. Und ich habe mir immer eine Mutter wie sie gewünscht. Ich habe nur Erinnerungsfetzen von unfassbar langem Haar. Aber von meinem Vater... Eine Sache könnte ich euch erzählen, wenn ihr wollt. Warum können wir das nur verneinen?
Ja. Nur eine, das bezweifle ich. Auf keinen Fall, danke, nein. Achso, ah doch, wir können doch ja sagen, denn erzähl mal, Schnuckiputz. Ihr habt noch nie von ihm gesprochen. Mein Vater hat mich in allem ausgebildet, was er hatte aufgeben müssen. Er hat alles getan, um mich in Kellens Dienste zu